Ferien in Thailand waren ja auch schön, aber wegen dieser höheren Luftfeuchtigkeit stinken jetzt all meine Kleider und auch mein Koffer. Zum Glück habe ich einen Trick für euch, damit euer Koffer vor eurer nächsten Reise nicht mehr stinkt. Um den üblen Geruch im Koffer loszuwerden, brauchst du Katzensand und eine Zeitung. Die Zeitung im Koffer ausbreiten und nachdem kleine Schicht Katzenstreu drüber streuen. Und dann den Koffer zumachen. Den Koffer könnt ihr jetzt eine Woche so liegen lassen. Der Katzensand wird den Geruch schön binden und neutralisieren. Der Koffer ist jetzt 7 Tage gestanden. Mal schauen, wie das schmeckt. Schmeckt frisch und stinkt auf jeden Fall nicht mehr. Das Katzenstreu bringt ihr ganz einfach wieder aus dem Koffer raus. Am besten das Katzenstreu in den Koffer reinstellen. Probieren, die Zeitung zu rollen. Dann könnt ihr es ganz einfach wieder in den Sack hineinfüllen. Den Rest des Katzenstreu bringst du ganz einfach mit einem Staubsauger raus. Super, schmeckt wieder ganz normal. Jetzt ist er ready für die nächsten Ferien.